Scheiße! Lass uns nicht davon erwischen! Wir müssen den Turm erreichen! Halt zu gehen! Los, weiter! Sind fast da! Los, 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 los! Alle rein mit euch! Alle in Ordnung? Ja, glaub schon. Die Sturmfront ist vorbei. Aber wir kommen nicht mehr hoch. Da hinten ist noch ein Wartungsturm. Folgt mir. Kommt es nur mir so vor, oder ist der gesamte Planet nur darauf aus, uns zu töten? Geht nicht nur dir so. Hab gehört, die Chor macht Brüche in der Planetenkruste für das schlechte Wetter verantwortlich. Davor waren es Sonnenflecken, dann atmosphärische Störungen. Keiner hat einen Plan. Da, einer von Jins Vögeln ist abgeschmiert. Holen wir uns was. Das ist für mich. Noch mehr Schwarm! Scheiße, Muni, alle! Alles sauber. Gehen wir in den Turm. Das Haupttor ist oben. Hab sie! Verstanden. Brauche Hilfe! Marcus, du scheinst ja schon mal hier gewesen zu sein. Vor echt langer Zeit. Offizielle Chorangelegenheiten, sag ich mal. Klingt nicht gerade prickelnd. Das auch nicht. Okay, das könnte ein Problem werden. Scheiße, das ganze Gebiet ist befallen. Dann säubern wir es halt. Komm schon, du bescheuerte Scheiße!
Hier hab ich echt zugesetzt, was? Da kommt noch mehr! Pass auf, Scharfschütze! Haupttor ist zu. Wir können es von der Sicherheitsstation aus öffnen. Ich hab's. Gehen wir rein. Ich wette, ihr war seit dem Krieg mehr drin. Nicht mal, um die Leichen zu bergen? Nach dem Krieg hatten wir genug mit den Lebenden zu tun. Die Toten waren uns egal. Kommt schon, hier lang. Das ist für mich. Nett. Zurück!
Kerl, tretet es wieder ins Loch zurück! Er spuckt rein! Scharfe Granate! Warte, bis es offen ist! Der Groß ist erledigt. Groß? Das Ding war so riesig wie ein laufender Flugzeugträger. Gehen wir. Das ist also unser Ziel, ja? Wehe, es gibt keinen Fahrstuhl. Hey, Marcus. Kommst du? Als du hier warst mit der Core, was ist da passiert? Die Saddam hat die letzten Core-Fabriken mit Strom versorgt. Ich war hier, als wir ihn verloren hatten. Eine Rettungsmission. Ein paar Dutzend Gears waren da drin gefangen. Wie hast du sie rausgeholt? Gar nicht. Die vielen Sturmfronten haben dem Damm richtig zugesetzt. Du kennst dich hier wohl bestens aus. Loncons leben von alten Batterien. Ich habe viele aus Core-Kraftwerken rausgeholt. Das ist der Aufzug.
Was für eine Überraschung, kein Strom. Wenn wir den Hauptstromkreis aufladen können, dann sollten die Hilfsaggregate anspringen. Wir brauchen nur eine funktionsfähige Turbine. Vielleicht funktioniert die letzte ja noch. Na, das Becken ist trocken, aber vielleicht kann der Wind sie drehen. Na dann los. Turbine. Aber sie ist arretiert. Wahrscheinlich läuft sie deshalb noch. Na klasse. Leute, der Schwarm hat die Lager mit Schleim verdrängt. Wir müssen das Zeug entfernen. Treibt sie an, der Laden läuft! Gehen wir zurück zum Aufzug. Larve! Und sie ruft schon ihre Freunde! So wird's gemacht! Okay, das war's erstmal. Oh, ich hasse diese Viecher. Achtung, Springer! Thank you.
Das war's. Alle erwischt. Mal sehen, ob der Aufzug läuft. Hab sie. Mich verarschen? Der Aufzug hat noch immer keinen Saft? Die Schaltkreise haben den Stromstoß nicht vertragen. Wir müssen sie zurücksetzen. Und das heißt, wir müssen uns aufteilen. Generatoren oder Schaltzentrale? Was willst du? Du entscheidest, James. Del, Kate, ihr beide geht in die Schaltzentrale. Wir übernehmen die Generatoren. Kate, ich schätze mal, wir erkennen die Generatoren, wenn wir sie sehen. Ja, davon gehe ich stark aus. Dann legen wir los. Gut, der erste Generator läuft wieder. Scheiße. Wir brauchen hier unten mal etwas Feuerunterstützung. Was wirklich? Wie kommst du denn darauf? Das muss wehtun. Ich finde keinen Weg hier raus. Weil der Schutzschalter offen ist. Gebt uns eine Sekunde. Ich schließe den Schutzschalter. JD, Marcus, ihr könnt jetzt los! Hier ist der Turm! Wir stecken fest! Da kommen noch mehr. Haltet uns den Rücken frei. Das war's. Wir sind fertig.
Kate, irgendwas stimmt nicht. Er fährt nicht hoch. Gib ihm einen Moment. Und das war's. Der Damm ist online. Kommt doch runter zu uns. Auf dem Weg. Verstanden. Gut, dann wieder zurück zum Aufzug. Pass auf, da kommt ein Zeil! Jetzt gehen wir zurück zum Wartungsaufzug. Ihr habt euch übrigens alle sehr gut geschlagen gerade. Die Chor hat zumindest euer Training nicht verbockt. Zu dir wäre ich gleich gekommen. Hat dir dein Vater beigebracht, so zu kämpfen? Meine Mom. Und mein Onkel, Oscar. Er war auch ein Gier, wie du. Hat ihn der Schwarm erwischt? Ja. Ja, genau. Tut mir leid, das zu hören. Wenigstens ist der Strom zurück. Hoffentlich lässt der Wind nicht nach. Ja, das sollte kein Problem sein. Na endlich, der Aufzug hat wieder Saft. Los jetzt. Okay, nächster Halt direkt auf dem Damm. Sehen wir mal, womit wir es zu tun haben. Oh Gott. Verdammt nochmal, Mann, das gibt's doch nicht. Das ist nicht gut. Kommt schon, wir gehen zu Fuß.
Okay. Sieht so aus, als wären wir auf halber Strecke nach oben. Versuchen wir, hier nichts anzufassen. Oh, Scheiße, was jetzt? Komm rein! Warum sagst du sowas? Träger! Das heißt, wir müssen nach draußen. Na klar, das Wetter wird garantiert mitspielen. Das war übrigens sarkastisch gemeint. Wenn wir raus müssen, scheint das hier der beste Ort zu sein. Die Tür ist doppelt verriegelt. Zwei Schalter. Wie machen wir das? Wir müssen sie anhalten, dann können wir rüber. Gehen wir, Leute. Leute. Das war einfach. Gut, wir müssen das wiederholen. Mehr Drohnen! Bastard! Hey, pass doch auf! Thank you.
stärker! Zerbrechen! Die sind erledigt. Mann, bist du... Es muss doch einen einfacheren Weg auf die Dammkrone geben. Ja, gab es. Nannte sich Aufzug. Na, no. Richtig. Los jetzt, gehen wir durch die Tür. Was denn, schon wieder ein Doppelschloss? Hey, nimm die andere Seite. Marcus, wie viele Gears waren noch?